Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, werte Gäste hier im Potsdam-Museum. Sie wissen, dem ersten Redner fällt immer die Aufgabe zu, die Honorationen persönlich zu begrüßen. Wir haben uns eben schon verständigt, die Liste wird mit Sicherheit nicht vollständig sein, aber ich gebe mein Bestes. Also, sehr geehrte Frau Haas, freut mich, dass Sie da sind. Frau Professor Ziemer darf ich ganz herzlich begrüßen aus meinem Fachbereich, Frau Dr. Seemann, Frau Dr. Götzmann, des Weiteren Herr Dr. Daniel. Ich habe eben Herrn Professor Vogt hergesehen und insbesondere begrüße ich auch alle anwesenden Stadtverordneten und insbesondere Sie als Gäste aus ganz vielen Stadtmuseen in Deutschland, in den Niederlanden und weitere Interessierte aus den unterschiedlichsten Kontexten und Institutionen. Es ist mir tatsächlich eine große Freude, Sie heute hier erstmalig zu einer Ausrichtung einer solchen Tagung in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Bundes begrüßen zu dürfen, zu ganz zentralen Fragen der aktuellen Museumsarbeit. Nämlich, das wissen Sie, daher haben Sie sich angemeldet, der Zukunftsfähigkeit von Stadtmuseen angesichts des kulturellen und digitalen Wandels in unserer Gesellschaft. Ganz persönlich trieb mich die Frage ziemlich genau vor einem Jahr um. Ich habe mir zunächst für mich, aber dann auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus die Fragen gestellt, die zum Teil vielleicht auch heute ihren Widerhall beziehungsweise innerhalb der nächsten drei Tage beantwortet werden oder diskutiert. Für mich waren Fragen, wie schaffen wir einen Ort für Stadtgesellschaft? Wie können wir uns, also unser Haus, als Kristallisationspunkt für Stadtentwicklung positionieren? Wie werden wir zum Mitgestalter des städtischen Diskurses? Und ich kann Ihnen sagen, der ist in Potsdam sehr lebhaft. Wie werden wir zum Identitätsstifter? Also immer wieder die Frage, wann ist man denn Potsdamerin oder Potsdamer? Wann ist man Bürger dieser Stadt? Und insbesondere auch die Fragen nach Ost und West, die uns auch ganz aktuell umtreiben. Ich habe das dann mal für mich so zusammengefasst unter der Überschrift, wie können wir uns vom Stadtmuseum zu einem Stück weit Stadtlabor entwickeln? Diese ersten Ansätze, das will ich ganz ehrlich sagen und ich hoffe, das nimmt mir das Team auch nicht übel, haben nicht nur Begeisterung hervorgerufen, weil das in Teilen natürlich ein Paradigmenwechsel darstellt, aber besonders freut es mich, dass auch mit diesem Impuls so eine erste Saat gesät wurde und ein Ergebnis ist sicherlich auch die heute startende Tagung. Ich freue mich sehr, dass die Tagung mit dem starken Partner der Kulturstiftung des Bundes ausgerichtet wird, die bereits in der Vergangenheit viele Vereine und Institutionen hier in der Landeshauptstadt Potsdam unterstützt hat. Exemplarisch möchte ich Ihnen einige wenige nennen, beispielsweise das Projekt Trafo, wo Modelle für Kultur im Wandel im Studiengang Design an der FH Potsdam entstanden sind, ein mehrjähriges Restaurierungs- und Konservierungsprogramm für das Filmmuseum, eine Finanzierungsunterstützung der Arbeit des Brandenburgischen Kunstvereins etc. Es wären noch viele weitere zu nennen, aber an dieser Stelle bedanke ich mich stellvertretend bei Frau Haas für diese sehr gute Unterstützung, von der wir an vielen Stellen in Potsdam profitiert haben. Und nun diese gemeinsame Tagung, die entwickelt worden ist und für Sie, wie ich denke, ein sehr breit gefächertes Angebot an Formaten und an Austausch bereithält. Von Diskussionsrunden, wie Sie sie heute noch erleben werden, Impulsvorträgen aus der absolut vielfältigen Museumslandschaft über Kurzpräsentationen der Stadtgefährtenprojekte im Haus bis hin zu dezentralen Workshops. Ich weiß nicht, ob Sie beim Hineinkommen schon draußen die Zelte gesehen haben. Wir versuchen ja auf diesem Wege auch die Menschen in unserer Stadt zu erreichen, die jetzt nicht aktiv an der Tagung teilnehmen, aber auch hier die Möglichkeit haben, ihren Beitrag zu leisten. Sie sind aus insgesamt 23 unterschiedlichen Institutionen hier nach Potsdam gereist und kommen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, nicht nur aus Stadtmuseen, sondern sind im Bereich der digitalen und interaktiven Anwendung tätig, dem Diversitäts- und Kulturmanagement, der musealen Gestaltung, aber auch Gamification und Reenactment sind hier vertreten.
Für die Aktualität des Tagungsthemas sprechen auch die Anmeldungen. Da waren wir sehr positiv überrascht. Innerhalb von 3 Wochen waren die 185 zur Verfügung stehenden Teilnehmerplätze ausgebucht. Wir hatten eine ganze Vielzahl von Nachrückeranfragen. Also es wäre für uns aktuell problemlos möglich, die Veranstaltung nochmal zu wiederholen. Dass Sie heute hier sind, das freut mich sehr, dass Sie den Weg gefunden haben, und insbesondere allen aktiv Beteiligten möchte ich schon an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für Ihr Engagement und auch Ihr Interesse an dieser Veranstaltung aussprechen. Für die Landeshauptstadt Potsdam ist das Thema, das wir hier in den nächsten Tagen bespielen, auch eins, das nicht nur im Museum stattfindet, sondern es verzahnt sich auch sehr gut mit der städtischen Entwicklung. Derzeit erarbeiten wir ein neues INSEC, ein neues integriertes Stadtentwicklungskonzept, das ganz viele Bereiche, die uns hier im Museum tangieren, auch stadtweit beleuchtet. Ob das die Bereiche Infrastruktur, Wohnen, Arbeit, Mobilität, Natur und Umwelt sind, all das findet sich im Kleinen und im Großen wieder. Wir stellen uns in diesem Zusammenhang die Frage, wie kann das Wachstum der Stadt mit den verfügbaren Ressourcen gelenkt und gefördert werden? Wir sind wachsende Stadt, das ist sehr positiv, aber geht auch mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen und Wachstumsschmerzen einher, auf die wir Antworten finden müssen. Wie können Bildungseinrichtungen von der fortschreitenden Digitalisierung und Digitalität und Vernetzung profitieren? Welche neuen Angebote und Aufgaben erwachsen daraus für uns, für die Kulturlandschaft? Und wie können wir noch gezielter als bislang Potsdamerinnen und Potsdamer in die Angelegenheiten der Stadt einbinden? Und das im Idealfall frühzeitig. Das sind Fragen, die uns umtreiben und die wir derzeit mit unseren Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Das Museum begreife ich hier als ein Forum für einen lebendigen Austausch, für alle Altersklassen und Besuchergruppen mit einer, ich denke, das haben Sie schon erfahren können, hohen Aufenthaltsqualität. Und es wird uns nur im Diskurs mit unseren Einwohnern gelingen, die Fragen auf die Antworten zu finden, die uns bewegen. Wie wurden wir zu dem, was wir sind? Welche Ereignisse prägten und prägen Potsdam? Und wie wollen wir zukünftig leben? Der reiche Sammlungsbestand, den unser Haus hat, bildet dabei eine ganz wichtige Grundlage der Arbeit für das Haus. Und nun gilt es, die Inhalte, die wir haben, in die Stadtgesellschaft zu tragen, aber auch von dort aufzunehmen, zur Teilnahme zu motivieren und neue Besuchergruppen für unsere Arbeit zu begeistern. Dieses Ziel verfolgt das Museum schon mit vielfältigen Ansätzen, und ich bin gespannt, welche weiteren Anregungen aus der Tagung erwachsen, um dies perspektivisch umzusetzen. Der moderne Forumsgedanke dieses Hauses prädestiniert es geradezu dazu, weitere innovative Formate zu entwickeln und umzusetzen. Dafür werde ich mich in meiner Funktion als Kulturbeigeordnete auch perspektivisch stark machen und sehe den nächsten Schritten sehr positiv entgegen. Frau Professor Ziemer wird in ihrer Keynote in die Bewegungen urbaner Öffentlichkeit und Teilhabe in ihrer Wirkung auf den Museumsbetrieb eingehen. Und auch die 3 Pfeiler des Symposiums am morgigen Donnerstag betreffen unsere und ich hoffe auch Ihre Arbeit im Kern. Sammeln und ausstellen im digitalen Zeitalter, Räume schaffen und Präsenz zeigen, das Museum als sozialer Ort, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das Stadtmuseum im 21. Jahrhundert. Das Programm am Freitag wird dann federführend von der Kulturstiftung geleitet. Dazu hören Sie dann gleich noch die Ausführungen von Frau Haas. Ich muss mich jetzt bedauerlicherweise direkt von Ihnen verabschieden. Parallel zu dieser wunderbaren Veranstaltung findet der etwas weniger wunderbare Finanzausschuss der Landeshauptstadt Potsdam statt. Dort habe ich eine ganze Reihe von Themen, und da muss ich an dieser Front für das Thema Kultur und Bildung streiten. Sehen Sie mir das nach. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Tagung und dass Sie ganz viel für Ihre Institution, für Ihren eigenen Input, für Ihre Arbeit an Ihren Häusern mitnehmen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für die freundlichen Worte auch zu unseren anderen Fördervorhaben, Frau Augel. Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, liebe Frau Augel, liebe Frau Götzmann als Gastgeberin im Haus und auf der Tagung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen im Namen der Kulturstiftung des Bundes. Ich bin nicht Hortensia Völkers, sondern Kirsten Haß. Frau Völkers lässt Sie herzlich grüßen. Sie ist gerade in Buenos Aires und hat dort einen dringenden Fall zu lösen. Herzliche Grüße. Kryptisch, oder? Ich freue mich, dass wir diese Tagung als Kooperationspartner mit dem Potsdamer Museum durchführen, aber damit gar kein falscher Eindruck entsteht, wir fördern in der Regel keine Tagungen. Nicht, dass Sie jetzt denken, sowas würde ich auch gerne mal bei mir im Haus machen. Aber es ist uns ein besonderes Anliegen, die konkrete Projektförderung in unserem Programm zu ergänzen durch begleitende Veranstaltungen und Netzwerktreffen. Wir wollen, dass die von uns geförderten Kultureinrichtungen in den Programmen ihre Förderzeit auch weitergehend nutzen können. Und nicht nur für die Umsetzung ihrer Projekte, sondern auch dafür, die anderen Geförderten zu treffen. Bildung von Netzwerken, Begegnungen mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten, das Spinnen neuer Ideen und, nicht ganz selbstverständlich, auch der Austausch über Schwierigkeiten und Misslungenes in den Projekten sind nach unserer Auffassung ein ergänzendes und sehr nützliches weiteres Instrument in unserem Förderprofil. Durchgehende Leitlinie unserer Förderung ist es, Impulse zu setzen für die zukunftsorientierte Entwicklung von Kultureinrichtungen. Dazu gehören natürlich auch die Museen, die wir mit Förderinitiativen zu Fragen dekolonialer und internationaler Perspektiven oder auch zeitgemäßer Vermittlung adressieren. Der Fonds Stadtgefährten ist unser erstes Programm, in dem wir exklusiv uns an Stadtmuseen wenden. Und zwar nicht an die großen, sondern an die in den kleinen und mittleren Städten. Diese Ausrichtung hat sich aus meiner Sicht oder unserer Sicht als Glücksfall erwiesen. Denn in einer Vielzahl von Projekten wurde deutlich, dass nicht nur in Riesenmetropolen Themen wie Migration, wie Zugehörigkeit und Zuzug, Aufarbeitung nationalsozialistischer Vergangenheit, Queerness, Themen sind, die die Stadtgesellschaften umtreiben. Der Fonds Stadtgefährten hat die Stadtmuseen ermutigt, sich den relevanten Themen ihrer Stadtgesellschaften vor Ort zu stellen und neu zu widmen. Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen, sich ihr Museum wieder zu erobern. Ihre Perspektive, ihre Anliegen und ihre Sichtweisen mit Hilfe der Sammlungs- und Ausstellungsprofis neuen Öffentlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die interessante Zielgruppe der Einheimischen auf diese Weise wieder zu gewinnen, ist nicht selten ein Ziel in den von uns geförderten Projekten. Dabei sind sehr erstaunliche Projekte entstanden. Einige werden Sie auf dieser Tagung besser kennenlernen. Die Tagung hat einen Titel gewählt, der auf das referiert, was uns heute so selbstverständlich ist. Die scheinbar grenzenlose Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleistungen zu jeder Zeit. Die Möglichkeit, Ereignisse und Eindrücke problemlos zu kommentieren und zu verbreiten. Selbst Inhalte, Content, auf eine einfache Weise zu kreieren und öffentlich zu machen. Ist also ein Stadtmuseum auf diese Weise smart? Die vielbeschworene und oft so schwer auszuhaltende Partizipationsmöglichkeit, die von Kultureinrichtungen erwartet wird, könnte smart sein. Neugier der Museen auf Entwicklung und Perspektiven in der aktuellen Stadtgesellschaft könnte smart sein. Vernetztes Arbeiten, das den Expertinnen und Experten des Alltags einen festen Platz im Tagesgeschäft einräumt, könnte smart sein. Und sein eigenes Haus aufzumachen und durchlässig zu machen für Diskussionen, Reibung und Experimente könnte smart sein. In diesem Sinne freue ich mich sehr, liebe Frau Götzmann, dass wir jetzt bei Ihnen all diese Fragen diskutieren werden in den nächsten Tagen. Sie haben uns bereits als Mitglied der Jury im Fonds Stadtgefährten unterstützt. Dafür ein herzliches Dankeschön, auch für Ihre Gastfreundschaft und Ihre Kooperation. Wir haben nämlich das Kooperieren über ein Jahr ungefähr auch hier gemeinsam erprobt.
im Finden von den richtigen Referentinnen, Referenten, den richtigen Themen, dem passgenauen Zuschnitt dieser Tagung. Danke auch Ihrem und meinem Team und unserer wunderbaren Agentur. Danke dir, lieber Philipp Nies, als Leiter des Fonds. Du bist ein unermüdlicher Erfinder von Themen und Workshops und das finde ich großartig. Das ist hier sehr eingeflossen. Vielen Dank auch unseren Referentinnen und Referenten für die zahlreichen Workshops und Vorträge, die wir hören werden. Und Ihnen allen natürlich Dankeschön für Ihr Kommen und Ihr Interesse an der Tagung. Ich freue mich jetzt sehr auf die Keynote von Frau Professor Dr. Ziemer und wünsche uns allen ein gutes Treffen. Vielen Dank.